Hallo meine lieben Mittelalter-Fans da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich wieder vor Rotschopf stehe. Und zwar ist es manchmal ganz gut, wenn ein Spiel keine absolute Speicherfunktion hat wie diese. Das ist eine neue Aufnahmesession. Ich kann einfach nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Ich suchte es so hart und schaue inzwischen halt auch wirklich über die Fehler hinweg, die das soundtechnisch hat. Ich hoffe, ihr könnt da auch drüber hinwegschauen. Und das Gute ist, dass ich nochmal hier diese gesamte Quest nochmal neu machen musste und dabei habe ich mir natürlich die Gespräche angehört. Und jetzt weiß ich, warum mir der Rotschopf so verdächtig vorgekommen ist. Die Frau von Smill, also dem Eigentümer hier dieses Guts, der getötet wurde, sagte uns, dass dieser Typ hier, der hätte im Stall geschlafen. Jetzt frage ich mich, also ich habe ihn gerade eben nochmal befragt, wie kann jemand im Stall geschlafen haben und überhaupt nichts abbekommen haben, nichts wissen und also wirklich, er weiß von nichts. Er weiß nicht, wer angegriffen hat, er weiß nicht, wie viele, er weiß rein gar nichts. Ihm selber ist auch nichts passiert und er selber, also er ist wortkarg und scheint uns auch wirklich nicht zu mögen. Mein Gefühl sagt mir, dass mit dem Typen irgendwas nicht stimmt. Ich weiß allerdings nicht, was es ist. Es ist einfach unglaubwürdig, dass jemand, der im Stall geschlafen hat, also dort, wo die Tiere geschlachtet wurden, die Tiere wurden ja in den Ställen geschlachtet, dass ausgerechnet so ein Typ nichts abgekriegt haben soll. Aha. Diese Spuren stammen nicht von Tieren. Sie müssen diesen Weg genommen haben. Okay, gibt's noch mehr Spuren? Genau, das sind jetzt die Spuren, die jetzt hier in den Wald führen. Das sind noch mehr Blutspuren. Jetzt geht's mal Richtung Wald. Die Waffe eigentlich schon gezogen? Na, anscheinend kann ich das nicht. Also hier ist auf jeden Fall ein Pfad. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht besonders leise bin. Okay. Die Vögel hat wohl irgendwas aufgeschreckt und da ist noch mehr Blut. Holla. Sie ging tiefer hinein. Ganz bestimmt. Erkunde die okay, habe ich die Gegend nördlich des Gestüts erkundet. Soll ich mit dem jetzt nochmal reden? Das war nochmal ganz, ganz kurz. Was sagt mir jetzt hier die erkunde die Lichtung im Wald, okay? Sie ging tiefer hinein. Ganz bestimmt. Das ist irgendwie ein Pfad. Ich folg dir mal. Die Musik ändert sich. Stimmen. Der Kerl hat mich ordentlich erwischt. Wie konnte das nur so schief laufen? Und wer zum Teufel hat die anderen angeschleppt? Verdammte Grünschnäbel. Wollen diesen Rotschopf vom Gestüt nicht kalt machen und schlitzen dich auf. Wir finden diese Bastarde und dann schicke ich sie persönlich in die Hölle. Und ich werde dort sein und auf sie warten. Schluss damit. Wir gehen zurück ins Lager und dort flicken sie dich wieder zusammen. Nein, mein Freund. Ich mach's nicht mehr. Geh, bevor uns einer findet. Mach dir wegen mir keinen Kopf. Du weißt, ich kann dich nicht hier lassen, wenn sie dich finden. Ich weiß. Ich wollte's ja selbst machen. Hey! Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Au, okay. Boha, Jeho! Habe ich den nochmal erwischt? Okay, also das sind definitiv die Typen, die wollten den Rotschopf kalt machen. Irgendwas war mit dem Rotschopf. Das war doch klar. Oh, fuck. Aha. Au. Oh, der Penner. Boah, fuck. Meine Ausdauer, ey. Das ist kein leichter Gegner. Kannst du nicht mehr? Ah.
Oh, fuck! Aber der ist auch schon fast platt. Au. Verdammte Scheiße! Boah, Mann, ey! Jetzt habe ich ihn! Wow! Okay, ich habe das Bürgerschwert, das nehme ich mal mit mir. Aha. Und was ist mit dir? Ich verreck hier. Verflucht. Keiner kann mir mit einer Klinge das Wasser... Und dann bringt mich ein verfluchter Bauer um. Dolch voller Pferdescheiße. Was? Der ist an einem Dolch voller blutiger Hufkratzer. Was ist denn das? Ein Hufkratzer erstreckte ursprünglich im Bauch eines der Banditen, die mit Neufer gestützt überfallen hatten. Das nehme ich mal an mich. Der 23,9 Groschen. Plattenellenbogenkarren. Oh, das nehme ich auch mit. Trinkwasser. Das wiegt nichts, das nehme ich mal mit. Gepolsterte Beinlinge. Hey, sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Ich könnte mal was essen. Und die braunen Beinlinge nehme ich ihm auch mal ab. Okay, Aufgabe bekommen, durchsuche die Banditen. Der hat auch nochmal 23,8 Groschen. Gepolsterte Bunthaube nehme ich mal an mich. Spitzpfeil. Der robuste Gambeson hat seine Robustheit hinter sich gelassen. Hasenfleisch. Zwei Stück. Sollte man aber, glaube ich, eher nicht roh essen. Durchsuche, finde den Besitzer des Hufkratzers im Neuhof. Also es gibt definitiv ein... Was habe ich denn jetzt gerade eben für einen Buff auf mir? Kopfverletzung. Ich habe eine fucking Kopfverletzung. Okay. Das ist eher ungeil. Aber ich habe neue Werte bekommen, stelle ich gerade eben fest. In Schleichen. Ach, in Jagen habe ich auch was. Ah, das kann ich Trophäengeweihe mir holen. Das ist bestimmt cool, um Geld zu verdienen. In Heimlichkeit habe ich eine neue Stufe, aber keine Dinge. Was umhauen? Erlaubt es dir, Leute aus einem geduckten Stellung heraus umzuhauen? Okay. Ansonsten habe ich keine Level-Ups. Jetzt wird es mal Zeit, nochmal bei den Rüstungen zu gucken. Wir haben nämlich... Echt, jetzt ist das geklaut? Das finde ich jetzt irgendwie lächerlich. Ja, das ziehe ich jetzt auf jeden Fall an. Die geflickten Beinlinge ziehe ich an. Das ist kein Unterschied zu denen hier jetzt hier. Aber die bringen halt alle Geld. Wobei, das hier muss ich nicht mitnehmen. Das kann ich fallen lassen. Das ist einfach nicht genug wert. Gepolsterte Bunthaube. Die bringt richtig was. Die ist sogar deutlich besser als das, was ich bis jetzt habe. Gepolsterte Bunthaube mit 11 Rüstung, ne? Wird in Zukunft hoffentlich mal so richtig schön den Schaden von mir fernhalten. Kann die auch wegschmeißen. Ich bin einfach so dermaßen überladen, dass ich nicht darüber nachdenken sollte, sowas zu behalten. Oh geil, ein Skarlitzer Waffenrock. Ich bin endlich wieder ein Skarlitzer. Lederhandschuhe habe ich 2, die will ich ja verkaufen. Lederwams, ach, der ist halt im Arsch, ne? Das sind alles so Sachen, die ich gar nicht mal verkaufen würde. Okay. Wir haben die Banditen durchsucht. Und jetzt, die haben von dem Rotschopf geredet und die haben was von diesem komischen Kratzer geredet. Apropos Essen. Ne, Sattheit habe ich 112. Ich habe 112 Sattheit? Wie geht denn das? Ohne, dass ich überfressen bin. Verstehe ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt diese Banditen gefunden. Es waren anscheinend nur noch 2. Und einer davon verreckte, so wie es aussieht, an einem Dolch, der mit, ich glaube, Pferdekacke irgendwie bestrichen war. Und er hat deswegen sich eine Infektion geholt. Muss aber schnell gegangen sein. Muss eine richtig harte Blutvergiftung sein. So. Reden wir mal mit Rotschopf darüber. Bin
Und das ist leider hart überladen. Ich will halt endlich mal einen Händler finden, wo ich mein Zeug loswerden kann. Das wäre mal extrem nice. Ich würde das wertschätzen. Na, immerhin kommen wir hier noch locker drüber. Mhm. Suchzone. Hallo? Verflucht. Eben war er noch hier. Der ist abgehauen. Ich wusste doch, dass mit dem was nicht stimmt. Der hat sich so auffällig verhalten, so ganz seltsam. Der Mistkerl. Der steckt doch mit denen garantiert unter einer Decke. Ich muss es ganz, ganz dringend jetzt hier dem Hauptmann sagen. Was ist da noch? Aktivitätengeber. Genau, in die Richtung muss ich jetzt laufen. Vielleicht hat die Frau da drüben was gesehen. Stimmt, mit der habe ich noch gar nicht geredet. Langsam laufe ich dahin. Sie sagt einfach, grüß dich, Heinrich. Ich kann sie nur bestehlen. Will ich aber nicht. Wie gesagt, ich hatte so ein ganz, ganz mieses Gefühl bei dem Typen. Und jetzt war es mir klar. Der schläft im Stall und hat von all dem angeblich nichts mitbekommen. Obwohl die in den Stall rein sind, um die Tiere zu töten. Das macht keinen Sinn. Die kannten ihn irgendwie. Naja, reden wir jetzt erstmal mit dem Hauptmann. Der soll entscheiden, wie wir weiter verfahren. Schlapp, schlapp, schlapp. Hart überladen wir sind. Hallo Heinrich. Was sagt er? Da waren Banditen. Zwei an der Zahl. Gleich nördlich im Wald. Was? Du hast sie gesehen? Sie griffen mich an und... Sie sind tot. Du hast sie getötet? Einen von ihnen. Der andere lag bereits im Sterben. Er hatte das bei sich. Es muss vom Gestüt stammen. Na gut. Befrag die Leute hier dazu. Ich sehe mich mit den Männern im Wald um. Männer! Okay. Wir wissen, wo sie stecken. Folgt mir! Sehr gut. Sonst reden wir erstmal mit ihr. Ich meine, sie ist die Frau, ne? Sie wird sie ja wohl sicher auskennen, wem was hier wohl irgendwie gehört. Hoffe ich zumindest. Ansonsten stehen wir nämlich im Regen. Weißt du irgendetwas über Rotschopf? Warum fragst du? Ich konnte zwei der Angreifer aufspüren und hörte, wie sie seinen Namen sagten. Mein Gott. Wie konnte er? Ich verstehe nicht. Ich mag's kaum glauben. Was meinst du? Rotschopf? Ja, red doch endlich! Er benahm sich merkwürdig. Alle waren erschüttert. Aber er konnte mir nicht mal in die Augen schauen. Und jetzt ist er verschwunden. Hat niemandem auch nur ein Wort gesagt. Rotschopf, sagst du? Könnte es eine Verwechslung geben? Ich hab doch gesagt, dass er sich merkwürdig verhält. Er hat sich verdächtig verhalten. Dir ist es also auch aufgefallen? Heilige Maria. Ich will nicht mal dran denken. So viele Tote. Ich versuche, ihn zu finden und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Komm bitte danach zu mir und sag mir, was wirklich geschah. Auch wenn du mir nur sagst, wo seine Leiche liegt. Mhm. Wo könnte er stecken? Weißt du, wo Rotschopf stecken könnte? Keine Ahnung. Jakob hat ihn eingestellt. Versuch's bei ihm. Okidoki. Sich Jakob fragen, das war doch der hier, glaube ich, ne? Mal schauen, was der zu sagen hat. Erstmal zeige ich ihm den Hufkratzer. Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. War klar. Hat ihn in Ratei machen lassen. Mhm. Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Aha. Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Okay. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaub, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja,
Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratei folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur... Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Das klingt erstmal einfach. Spiel gespeichert. Perfekt. Das finde ich sehr gut. Denn ich möchte jetzt endlich dieses Gewicht loswerden. Quest abgeschlossen. Möge die Jagd beginnen. Ich möchte dieses scheiß Gewicht loswerden. Rotschopf in der Klemme. Okay, also ich nehme mal an, dass er doch nicht der Schuft ist. Das ist das, was jetzt hier zu vermuten ist. Grüß dich, Heinrich. Oh ja, Wauzi. Ich gehe jetzt mal zurück nach Ratei und werde jetzt erstmal Zeug loswerden. Wo ist mein schickes Ross? Da hinten ist es. Pebbles heißt das Tier. Echt jetzt? Warum? Warum heißt das Tier Pebbles? So, wir sind jetzt aufgesessen. Auf nach Ratei. Ich bin dafür, dass wir hier hinreisen. Schnellreise. Jo. Ich trage zu viel, ich kann nicht schnell reisen. LOL. Okay. Wir müssen also selber manuell dorthin steuern. Ich hoffe, dass ich überhaupt richtig reite. Ja, wir sind richtig unterwegs. Ich möchte erstmal dieses scheiß Gewicht loswerden. Danach können wir gerne wieder irgendetwas tun, aber momentan muss es einfach sein. Und ich habe eine Kopfverletzung und ich weiß nicht, wie ich die behandeln soll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig abbiege. Ich muss gerade mal gucken. Nee, das ist falsch, aber dann würde ich ja zu diesem anderen Dingens kommen, okay. Ich muss also weiterhin nach Süden. Ich meine, ich habe jetzt immerhin kurz mal ein bisschen Zeit. Und sobald ich jetzt quasi das Gewicht wieder los bin, kann ich auch mal draußen so rumgaloppieren. Die Ausdauer meines Pferdes geht ganz schön runter. Und jetzt geht die Ausdauer wieder hoch. Unfallort. Oh. Da können wir nachher auch mal kurz noch anhalten. Ich hoffe bloß, dass ich irgendwann mal eine richtig gute Ausrüstung bekomme. Mal so einen richtigen Vollkettenpanzer oder sowas, ne? Bis jetzt arbeiten wir ja noch mit Stoffpanzerungen an der Brust. Was irgendwie unbefriedigend ist. Zugegebenermaßen. Also schon sind wir da. So weit ist es gar nicht gewesen. Zumindest nicht per Pferd, ne? Equites. Oder Equus, wie es auf Latein heißt. Equites heißt ja, glaube ich, Reiter. Wow. Da bin ich schneller als meine Grafik-Engine. Beziehungsweise als die Grafik-Engine. Oh. Uiuiuiui. Das ist viel für die Grafik-Engine, was da gerade passiert. Ich frage mich, ob das ein Hardware- oder ein Software-Problem ist. Guck mal, die haben keine Köpfe. Ich will ja nur Zeug loswerden. Oder ein paar Sachen vielleicht reparieren. Alles Dinge, die man auch mal tun muss, ne? Das ist alles erstmal quasi wirklich in den Grafikspeicher rein. Schaut euch das an. Eieiei, der Grafikmatsch.
Die Stände sind auch noch gar nicht da. So, absteigen von Pebbles. So, der Herr Rüstungsschmied. Oder Rüstmeister, wie auch immer. Ich hätte da so das eine oder andere gute Stück. Dass sein Besitzer wechseln will. Schon wieder übrigens. Wechseln will. Guten Tag. Guten Tag. Lass uns handeln. Erstmal verkaufen. Den grünen Spitzhut kann ich jetzt endlich verkaufen. Die Lederhandschuhe, die beiden. Alle beide, bitte. Vermögen des Händlers. 2000. Ja, der hat genügend. Den Lederwams möchte ich irgendwann auch noch reparieren. Leichte gepolsterte Rüstung. Ja, auf jeden Fall weg damit. Verstärkter Nackenschutz, weg damit. Nackenschutz, weg damit. Verzierter roter Wappenrock, weg damit. Das ist sehr gut. Das ist auch alles, was er normalerweise annimmt. Ich erhalte 304. Möchte ich dafür etwas kaufen? Nein. Weil es absurd ist, was es alles kostet. Kurzer Gambeson. Gefütterte Kurzjacke. Kuttenberger Gambeson. Ich würde mich halt echt fragen, ob die Dinger ihr Geld wert sind. Ist egal. Ab in den Warenkorb und feilschen. Danach gehen wir noch zum Waffenhändler. Und werden dort auch noch ein paar Sachen holen. Besprechen wir den Preis. Und weggeben. Oh, der hatte gerade eben keinen Sound. Sind mal gierig. Was sagst du dazu? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Hui, das war auf jeden Fall weit für ihn. Ich probier's mal so. Ich habe ja letztes Angebot. Endlich eine vernünftige Summe. Yes! Ausgezeichnet. Wir haben Geld, Leute. Wir haben Geld. Wir haben gerade unser Geld verdoppelt durch diesen Verkauf. Wir haben 600 Groschen. Keine Ahnung, wie viel das wirklich ist, aber... So, den Lederwams müssen wir reparieren. Die Kettenhaube möchte ich reparieren. Die Jagdhandschuhe, die Armschienen, im Grunde eigentlich alles. Was ist denn das los mit Scherbe? Warum ist denn da so ein Blutfleck dran jetzt? Warum gilt es jetzt als geklaut? Ich habe keine Ahnung, was dieser Scheißblut... Ach nee, weil es ist blutig. Das heißt das. Und das Schwarze heißt, es ist dreckig. Ich habe gerade Dinge begriffen, glaube ich. Okay. Das heißt, es ist dreckig. Reden wir über den Preis. Okay, der hat irgendwie kein Ja. Der ist immer noch gut gelaunt. Wir probieren es mal so. Sind wir uns einig? So kriegst du mich nicht rum. Okay. Das fand er, glaube ich, gar nicht gut. Ja, diesmal machen wir es halt so. Oh, das ist ein vernünftiger Preis. Gut, die Ausrüstung ist repariert. Unser Pferdchen steht hier noch rum. Dann reiten wir mal ganz, ganz kurz mal zum... Knoblauch, Zwiebeln, Pilze und Spargel. Düt. Rückwärtsgang mit dem Gaul. Ich feiere das, dass wir jetzt endlich ein Pferd haben. Ändert das Leben mal so grundsätzlich. Was tust du da? Ich steige von meinem Pferd ab, gute Frau. Das tue ich. Haben wir trotzdem gerade... Jesus Christus. In Ewigkeit arm. Wir haben gerade eben wirklich eine ganze Menge Geld für die Reparatur gelassen. Das war schon echt heftig. Okay, den Sachs will ich verkaufen. Scherbe behalten wir. Scherbe macht 43... Oh, warte mal, Bürgerschwert.
Das Bürgerschwert ist richtig was wert. Ich behalte Scherbe, die Waffe hat immerhin einen Namen. Den Knüppel brauche ich nicht. Der nimmt die Bögen gar nicht. Wie enttäuschend. Wie enttäuschend. Dann muss ich die Bögen woanders verkaufen. Naja, kriegen wir schon hin. Lass uns über den Preis sprechen. Ja? Ich versuch's mal mit 90. Was sagst du dazu? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Wie sauer macht ihn das? Komm, gehen wir mal auf 83. Das dürfte ihn auf jeden Fall zufriedenstellen. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Gut, und jetzt muss ich noch ein paar Sachen reparieren. Man müsste meiner Meinung nach nicht immer direkt aus dem Gespräch rausgehen. Das würde... Interessant. Ich kann nur die Bögen reparieren. Und mein rustikaler Eschenbogen ist schon ganz gut. Den behalte ich auch. Ich meine, ich brauche keinen anderen. Pebbles! Und ich hatte mir schon Sorgen gemacht, ich müsste mir einen Namen ausdenken für den Gaul. Muss ich aber nicht. So, das ist der Händler hier. Also der Gemischtwarenhändler, wie man so schön sagt. Ah, so. Guten Tag, die Herrschaften. Guten Tag. Ich hätte ein paar Dinge, die ich gerne bei Ihnen verkaufen möchte. Garantiert keine Diebesware. Oh Gott. Verkaufen. der kumanische Bogen ist 100 wert. Das ist nochmal so ein rustikaler Bogen. Wiegen die eigentlich was? Die Pfeile wiegen ja auch was. Ich habe richtig viele Pfeile dabei. Ich glaube, ich kann mal die Wettkampfpfeile jetzt mal allesamt loswerden. Die brauche ich nicht mehr. 21 Wundpfeile. Ein Spitzpfeil. Was tun die denn? Im Mittelalter kamen viele verschiedene Pfeile zum Einsatz. Zum Beispiel Wund- und Spitzpfeile für den Kampf und Jagdpfeile zum Erlegen von Wild. Auch die Qualität der Pfeile spielt eine Rolle. Ein hochwertiger Bogen war mit minderwertigen Pfeilen nicht besonders wirkungsvoll. Und umgekehrt. Okay. Irgendwann brauche ich dann doch mal einen besseren Bogen. Aber die Pfeile will ich erstmal nochmal behalten. Hier will ich nichts verkaufen. Ich glaube, das Rot heißt schon, das hier heißt, glaube ich, das ist geklaut. Sattheit 0,5. Gesundheit und Energie. Ich muss ja auch mal ein paar Dinge loswerden. Oder auch mal nach diesem komischen Schatz. Oh. Das kann ich ja auch noch anbieten. Warenkorb. Ich erhalte 136. Er hat 186. Was hat er denn so, was ich mir vielleicht wünschen könnte? Gewöhnlich geteerte Jacke. Das ist alles nichts wirklich Wertvolles für mich. Edler Wein. Getrocknetes. Hasenfleisch habe ich ohnehin noch. Wein, Zwiebel. Questgegenstände hatte ich. Sonstiges. Kleines Schmiedeset. Kleines Schusterset. Das sind so Dinge, die kann man sich mal überlegen. Holzkohle. Ach, scheiß drauf. Ich will das Geld haben. Vielleicht kann ich mir irgendwann dadurch mal ein Schwert kaufen. Ein richtig gutes oder so, ne? Das wäre schon schön. Reden wir über den Preis. Warum nicht? Gehört zum Job dazu. Gehen wir mal auf 160, sind wir mal richtig kackendreist. Sind wir uns einig? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Ich habe ja letztes Angebot, ne? Ich bin da jetzt erstmal ganz... Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Okay. Da hat es jetzt zum ersten Mal geprockt. Mit der Summe kann ich leben. Das hat ihn, glaube ich, sehr sauer gemacht. So.
Dann will ich mal gucken, ob ich irgendetwas machen kann gegen mein Kopfproblem. Ah, ich habe nochmal hier eine Hauptspezialisierung bekommen. Das Leben ist hart. Warte mal, ich muss es hier anmachen, damit ich das sehe. Nachtschwärme Bürger. In Städten und Dörfern wie ihren unmittelbaren Umgebungen hältst du einen Bonus von einem Punkt auf Stärke, Agilität und Vitalität und Redekunst. Kann nicht mit Naturbursche kombiniert werden. Erste Hilfe 2. Verbände sind 25% effektiv und du kannst deine Heilkunst auch in Dialogen einsetzen. Oh, das ist cool. Das ist cool. Ich will das hier haben. Ich glaube nämlich, dass ich den Jakob, dem hätte ich wahrscheinlich helfen können. So, sitzen wir auf dem Gaul. Und ich möchte mal ganz, ganz kurz gucken. Also, was ist das hier nochmal? Kopfverletzung, dein Kopf ist verletzt, Verletzung, eine Blutung führen, wenn du nicht aufpasst. Ich möchte jetzt einen Verband verwenden, anwenden, da ich nicht blute. Okay, ich blute nicht, deswegen kann ich mich nicht selber verbinden. Alles klar, dann machen wir es mal ausnahmsweise mal eine Schnellreise, denn das haben wir noch gar nicht gemacht. Zurück nach Neuhof. Ja doch, wir haben schon mal eine Schnellreise gemacht, allerdings noch nicht so richtig. Und damit verabschiede ich mich von euch, liebe Leute. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Macht's gut, tschüssi und ade.